When you first sit down and Gurdjieff starts to talk, it's confusing because they spoke. Wenn Gurdjieff zu sprechen begann, war es zunächst wirklich verwirrend. Er hatte einen merkwürdigen Akzent und die Grammatik seiner Sätze entsprach eher dem Russischen. Aber nach 5 oder 10 Minuten hatte man sich darauf eingestellt und konnte alles verstehen. Paul Taylor ist einer der wenigen noch lebenden Zeitzeugen, die Gurdjieff näher gekannt haben. Taylor wurde 1930 geboren und lebt heute als emeritierter Professor für mittelalterliche Literatur in einem Vorort von Genf. When Gurdjieff talked, everyone in that room thought that he was talking to them only. Wenn Gurdjieff sprach, hatte jeder, der sich im Raum befand, den Eindruck, er würde sich direkt an ihn wenden. Mir ging das auch so. Es schien, als ob er mit dem, was er sagte, Bezug nahm auf das, was man gerade dachte. Er hatte eben diese besondere Gabe. Und das ist sicherlich auch der Grund, warum er so eine große Gefolgschaft hatte.